Willkommen zurück in Dwang Lake. Willkommen zurück in meinem Walkthrough zu Dark Souls 2. Genau. Willkommen zurück in Majula. Und willkommen zurück in der Dunkelheit. Okay, so dunkel ist es tatsächlich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir als letztes gemacht haben. Der Flexile Sentry. Das heißt, das nächste ist... steht für uns Folgendes auf dem Programm. Und wie ich sehe, haben wir 1600 Seelen. Gut. Und saßen nicht... doch, saßen am Feuer. Und haben wahrscheinlich auch gelevelt. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Bereich. Das ist Huntsman Corpse. Und wir haben ja in Hightest Tower of Flame nach dem Dragon Rider mit der guten Dame geredet, der Möbelkill-Dame, und seitdem leuchtet es hier so ganz crazy und das weist uns darauf hin, dass hier irgendwas geschehen sein muss. Und das ist es auch. Und die steht jetzt nämlich hier. Und genau. Let's talk. Just speak up if you're in need of miracles. That's why I'm here, after all. What is the first flame? Well, it's... You're not ready to comprehend it, I'm afraid. You require more faith and more miracles, many more miracles. To cast miracles, you must have strong... Genau. Also, die will uns wie immer Miracles andrehen. Das ist auch ganz geil. Weil wir die natürlich casten wollen sollen. Wir haben im Moment 22 Faith und damit können wir diesen hammergeilen Lightning Sphere benutzen. Genau, das haben wir schon. Und. No need for miracles. Genau, den Path haben wir auch schon gemoved. Okay. Gut, so weit war ich nicht. Dann gehen wir hier lang. Und laufen mal hier den Path lang, den wir freigeschaltet haben für 2000 Seelen. Die alte. So. Das Feuer haben wir auch schon angemacht, hätten wir uns supporten können, haben wir mit dem auch schon geredet. 20 Faith. So, also gehen wir mal weiter. Und jetzt können wir das ganz gut gebrauchen. Oh. Ja. So, da kommt schon der erste. So, und der. Oh. So. So, hier warten uns Schmetterlinge. Der da zum Beispiel. Bup. So, jetzt schauen wir mal. Da lässt sich schon einer summonen. Jetzt gucken wir mal. Das hier müssen wir, glaube ich, sogar hinkriegen. Genau. Gucken, ob ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Na, okay, nicht so wirklich. Da ist nämlich auch noch eine. Ein Schmetterling. Hopp. Hopp. Und da hinten ist auch noch einer. So, die machen so Giftwolken. Deswegen. Und hier unten patrouilliert einer. Und den werden wir mal mit Lightning Spears wegcasten. Versuchen das zumindest von hier oben. Wenn wir nicht runterfallen. Ja? Komm schon. Komm schon. Ja? Machen wir es so. Okay. Sehr nett. Und jetzt, wenn er sich anfängt zu bewegen, können wir weiter draufhauen. Dann ist er auch down. Poison Moss, also die, diese Giftschmetterlinge, die haben einen 100% Drop und das ist immer Poison Moss. Ist ganz praktisch, weil für das Gebiet nachher brauchen wir auf jeden Fall Poison Moss. Good Swap here. Genau.
Ich guck gerade nochmal nach den Seelen. Eingesammelt haben. Flexel Sentry. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, ob das hier tatsächlich das nächste Gebiet ist. Flexel Sentry. Ah, doch, müsste es sein. So. Ja, doch. Müsste das tatsächlich sein. Ja, ist es auch. Hier liegt noch ein Item. Rush Soul of a Nameless Soldier. Genau. Ach so, nee, wir müssen in die Lost Bastille. Haha, egal. Erstmal Hans mit Cops. Wir machen das jetzt nicht durch, sondern gehen nur bis zum nächsten Bonfire. Halb so schlimm. Und dann werden wir in die Lost Bastille gehen. Genau. Ja. Was ist... Ja, ja. Naja. Halb so schlimm. Kann man das dann immer schon hinter uns hier? Lass mich erstmal den hier. Warte schon mal auf uns. Den können wir tatsächlich jetzt nicht mal unseren Lightning Spear ausprobieren. Sehr schön. Ah, ich liebe die Lightning Spears. Voll ab. Der hängt jetzt da mit dem Fuß. Von der anderen Seite noch einer begegnen. Alles halb so schlimm. Machen wir leider nicht ganz One-Hit. Wird sich noch ändern, wenn wir noch das Ding fertig haben. So, Small Yellow Burr. Droppen die. Bandit's Knife. Hier ist ein riesentiefes Loch. Und ich muss sagen, das kommt mir verdammt bekannt vor aus Dark Souls 1, dieses Loch. Ja, mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Weil es gibt absolut keine Bestätigung zu diesem Loch. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter. Also, wer Dark Souls 1 gespielt hat, weiß jetzt schon, was ich damit meine. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kollegen hier. Der ist jetzt uncharged. Ah, verdammt. Okay, komm her. So. Haben wir den. Nee. Genau, da kommen wir eh gleich runter. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und können wir kämpfen den hier. Genau, und hier können wir uns Licht machen. Das ist leider etwas zu hell im Gegensatz zu dem, was tatsächlich an Licht draußen ist, aber okay. Ich meine, es unterstützt uns hier. Da hängt er noch. Und dieses Loch, das kommt, ja. Denkt mal drüber nach. Was für ein Loch ich meinen könnte. Ich werde gleich noch ein Detail hier ansprechen an diesem Level. Genau, und der greift mich schon mal an. Nämlich ein Arschloch. Okay. Also wie. Allein dieses. Naja. Das Gebäude ist ja relativ neu, sag ich mal, ja. Ist jetzt kein optimaler Baustil, aber jetzt kommen wir hier an. Und jetzt, das hier sieht sehr alt aus. Das passt überhaupt nicht zu dem Gebäude, wenn man sich das Gebäude anguckt und dieses hier. Und dann werde ich gleich mal ein Detail ansprechen, wo man sich dann seine Gedanken zu machen kann. Der ist mal um die Ecke gehüpft. Komm noch einmal und du fliegst, Ronne. Und ciao. So. Genau, hier liegt noch ein Item. Dann gehen wir mal hier. Hier ist eine Treppe. Oder beziehungsweise eine Leiter. Dann gehen wir mal die Leiter runter. An diesem uralten Gebäude, was garantiert nicht zu dem gehört, wo wir gerade drin waren. Wie man an der Architektur sieht. Und hier den ganzen Baustil und die groben Steine und sonst was. Da liegt ein Item. Das holen wir uns sofort. Und das holen wir uns jetzt. So. Nämlich das Ding, wo drauf sind, war mal eine Brücke, wie man sieht. Und ich will nur so viel sagen, wenn man sich den hinteren Pfeiler ansieht, versucht es mal. Ah, das kann ich sogar mit dem Fadenkreuz hier markieren. Nur ganz kurz als Hinweis, wenn man sich die Architektur ansieht, einmal dieser Bogen, dann hier diese Plattform, die mal war, und hier
weiter unten ist noch so eine Plattform, wo ich jetzt drauf ziele. Und diese Brücke erinnert ein gewaltig an die Brücke von Dark Souls 1 in der Nähe vom Firelink-Schwein. Oder direkt am Firelink-Schwein, wo diese Schlange dann rauskam. Jetzt gehen wir so rüber, weil ihr Glück habt. Und das erinnert gewaltig daran. Und das passt von der Architektur einfach 1:1. Und das werden wir uns aber vom Weiten nochmal ansehen. Dann später, wenn wir das Level hier tatsächlich angehen. Und da werden einem schon sehr, 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 sehr viele Gemeinsamkeiten oder sehr, sehr viele Ähnlichkeiten der Brücke auffallen. Und das ist halt die gleiche Brücke, nur total verfallen. Und das sehe ich als ganz kleinen Hinweis der Entwickler an. Aber okay. Aber das passt. Also wir gehen dann später genauer drauf ein. Jetzt schauen wir erstmal, was wir zurückgeben. So, hier rein. Und aufwärts. Gegen Ketten runter. So. Kommen hier raus. So, weiter. Also wenn wir da nicht runtergedroppt wären, wären wir quasi mit dem Fahrstuhl da runtergefahren, mehr oder weniger. Beziehungsweise wären wir erst da runter... Ja, wenn man nicht weiß, dass man da runter locker droppen kann, dann geht man einen anderen Weg, bis man sich mal traut zu droppen. Und dann ist das auch ganze Level gleich viel fieser. So, jetzt sind meine Gegner schon erledigt. Und das ist übrigens auch ab so Pfeilingsschwein und so, Loch und so, und das kommt mir sehr bekannt vor. Aber das ergibt hier eigentlich gar keinen Sinn, aber wie gesagt, darauf gehen wir später nochmal ein. Diese Brücke hier muss sie quasi sein. Die ist die Architektur genau die 1:1 die gleiche, nur deutlich älter. Genau mit so einer Schlucht und so. Ja, also. Schauen wir, dass wir in die Lost Bastille kommen. Und gehen diesen Weg hier. Haben wir mal das erste, beziehungsweise das zweite Bonfire geholt. Vom Huntsman Corps. Und jetzt Lost Bastille. Genau. So, das erste was machen ist hier links lang gehen. Und der Pursuer ist quasi ein optionaler Boss, aber der erste Boss, auf dem wir in die Lost Bastille treffen, ist theoretisch auch ein optionaler Boss. Das Problem ist, wenn man den Pursuer besiegt hat, kommt man hier raus. Man kommt hier nicht zurück, man sieht, der Weg ist versperrt. Ja, und der sieht man jetzt an dem Mob da. Der kommt einfach nicht zu mir. Ja, der ist zwar schon aggro auf mich, aber weiß nicht, wie er zu mir kommen kann, weil es geht nicht. Und das heißt, dieses Bonfire schaltest du nur frei, wenn du den Pursuer also wenn du den Pursuer tötest. Und das heißt, du hast auch nur die Chance, dieses Item zu holen, wenn du den Pursuer tötest. Und genau. Genau, so ist es. Und vor allen Dingen kannst du, glaube ich, auch gar nicht die Tür öffnen da hinten, wenn du von hinten kommst. Das habe ich noch nie probiert. Das heißt, du kommst theoretisch gar nicht hier an das eigentliche Item hier, die beiden Items, die eigentlich sind. Kommst du eigentlich nur mit einem Pursuer links. Und hier liegt gar kein Item. Ah, das haben wir uns schon geholt. Oh je. Wie vergesslich ich bin. Okay, das haben wir schon gemacht. Dann brauchen wir das hier gar nicht mehr machen. Okay. Alles gut, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um den hier. So. Was für Ringe wir tragen? Ah, den Poisring. Ah, okay, haben wir uns schon geholt. Gut. Ja. Das nur zu der Pursuer-Geschichte und hier rollen wir uns mal durch. Und treffen jemand Bekanntes, wenn wir diese Tür öffnen. Genau, die man von der anderen Seite nicht öffnen kann. Schau mal an, die Lucatil. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place, indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Of course, I have no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things,
My sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. So, sie hat uns jetzt Folgendes erzählt. Erstmal hat sie uns gedankt, dass wir mit ihr geredet haben und ihr ein bisschen zugehört haben. Hat sie uns dafür New Effigy geschenkt und wusste nicht, was das ist. Und viel interessanter ist, wenn man ihr ins Gesicht schaut, sie hat nämlich die Maske abgenommen, sieht man, dass sie eigentlich zwar nur noch gar nicht mehr so menschlich ist. Ja, und ja, sie hat uns erzählt, wo sie herkommt, dass sie seit der Geburt mit einem mit dem Schwert quasi zu tun hat. Da hängt jetzt auch gar kein Schwert drin in dem Holz, da sehe ich gerade. Das Land war immer im Krieg und deswegen wurde jeder an der Waffe sofort ausgebildet. Sie hat gute Leistungen gezeigt und so weiter. Und hat auch von diesem Fluch gehört, der hier sein soll, und dass es hier Seelen gibt, die quasi, mit der man es schaffen kann, diesen Fluch quasi zu brechen. Und sie hat auch gesagt, die ist hierher gekommen, weil, und wusste dann, hat dann nichts mehr weitererzählt. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, warum sie hier ist. Ich gehe aber eher davon aus, dass sie wahrscheinlich hergekommen ist ursprünglich, um den Fluch, ihren Fluch zu brechen, wie man sieht. So viel zu Lucatil, sie teilt quasi unser Leid, mehr oder weniger. Und ja, sieht man mal ihr Gesicht. Genau. Also, Lucatil, hauen Sie rein, Madame. So, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den hier. Und weiter und kümmern wir uns um den hier. Klar. Das war leider ein bisschen verbuggt, weil er stand so am Rand. Ich habe ihn geschlagen und der hat sich quasi so nach hinten teleportiert und deswegen bin ich fast runtergefallen. Das ist wirklich eine wahrlich frustrierende Stelle. Hier sind überall die Hunde. Die machen Bleeding Damage. Springen dann so doof an. Nochmal Hunde. So, und links ist noch ein Hund. Das Item hier. Die Hunde können Seelen und Humanity droppen. Das ist ganz cool. So, jetzt kommen wir uns um den hier. Hallo. Hallo. Oh nein. Das Fass hätte ich eigentlich gebraucht. Schade. Ihr seht diesen Riss in der Wand. Dafür war das Fass ursprünglich mal gedacht. Ist halt nur doof, wenn er das schon vorher kaputt macht. So, genau. Das Tor können wir leider von der Seite nicht öffnen. Und hier hören wir auch schon was. Und das können wir leider nicht öffnen. Wir hören aber, wie irgendjemand in der Luft rumfuchtelt, anscheinend. So, das heißt, wir gehen mal weiter. Und jetzt kommt schon die erste wirklich haarige Stelle hier. Ich bin gespannt. Hier sind nicht umsonst Zamsans. Aber wir schauen einfach mal. Es gibt. Wir haben ja zum Glück diesen hier. Das freut mich.
So. Rauspullen. Rauspullen müsste funktionieren, weil da kommen nämlich nur. Okay. Scheiße. Ah, sehr gut. Kommt er raus? Ich gehe erstmal nicht rein. Komme mich erstmal um die hier. So, die beiden. Life Gem gedroppt. Genau. Habe ich hier alles kaputt gemacht an Fässern und so? Okay, weil jetzt kommen nämlich drei auf einmal. Und wenn du nämlich reingehst, dann kommen da drei raus. Und dann noch die zwei, die aggro werden. Dann hast du es direkt mit fünf zu tun. Das ist echt assi. Aber die drei, das ist meistens noch managebar. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Immer vor einem halten, wenn es viele sind. Versuchen. Mal den hier. So, das dauert ein bisschen, aber wenn du nicht sterben willst. Okay. So, einen Schlag setzen und zurück. So, einen habe ich. Nein! Aha! Ich dachte, er springt direkt um. Ah, egal. Okay. Einmal haben sie mich getroffen. Naja. Ich dachte, dieser Lock-On springt direkt auf den anderen um. Und deswegen habe ich direkt die Attacke hinterher gemacht. Das war aber leider nicht der Fall, sonst hätte ich ihn getroffen. Und jetzt, schalten wir den Shortcut frei, damit wir dieses Harakiri-Zeugs nicht mehr machen müssen. Zwar diesen Shortcut hier. Und Achtung! Und denkst du, warum ist das ein Shortcut? Hier geht's doch nur raus. Ja, das werden wir noch rausfinden. Hol ich mir das Item. Und wenn wir hochklettern, ist so ein Gang oder kommen wir direkt zum Boss. Und da ich aber den Boss noch gleich erst mache, wenn man jetzt den Shortcut hat. Ich merke jetzt, wir können eigentlich nur den Boss machen. Weil wir jetzt kein Bonfire mehr haben hier. Also Homebomb benutzen. Verdammt, hätte ich erst machen sollen. Ja, okay. Einen Homebomb benutzen. Ja, naja. Bei Lucatil ist auch noch ein Item oben drauf. Das habe ich jetzt noch nicht geholt. Das holen wir gleich sofort. Aber jetzt setze ich mich erstmal hin und komme von hinten dann quasi ran mit dem Bonfire, wo wir aus No Man's Wharf hingekommen sind. So. Dann schauen wir mal. Wunderschön, wunderschön. The Lost Bastille. Und hier sitzt ein vertrauter Kollege, mit dem wir uns jetzt auch kümmern werden. Und der ist auch schon down. Ein Heides, der hat den Heidesbär gedroppt. Gucken wir uns den gerade mal an. Heidesbär, da ist er. Jetzt muss ich da hinkommen. A spear originating in Heide. A special alloy makes it very durable. The composition of the alloy of these spares remains a mystery. But in Dragonlick, the attempt to imitate the resulted in the similar Breton steel. Genau. Also die Dragonlick, quasi die Kollegen um King Vendrick, haben es auch schon versucht, das nachzumachen, weil das ja so durable ist, also so haltbar oder das so robust ist, sage ich mal, diese Legierung. Haben es aber nicht geschafft. Ja. Jetzt muss noch ein weiteres Item, das hier runterdroppen, weil wir einfach nicht mehr hinlaufen können, quasi. Soul of a Brave Warrior und a Human Effigy. Hier ist geil neblig. 2D-Nebel, FTW, aber okay. Kommen wir mal klar. So, und dann sind wir hier. Genau, droppen wir runter. Hier ist ein Hundi. Na, kommt der schon. Und den lassen wir jetzt erstmal das hier kaputt machen. Genau. Pup. Jetzt haben wir noch einen Hund am Sack. Okay, der Hund ist aber so. Ja, okay, der hat gerade...
2, 3. Alles klar. Da hat der Hund jetzt Soul, also eine Soul of the Lost Undead gedroppt. Und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingstruhen. Das sehe ich immer gerne, wenn ich dieses Truhe hier aufsuche. Das ist schön. Estus Flask Shard und Large Stalinite Shard. Ja, sehr schön. Genau das, was wir gebraucht haben. Und jetzt gehen wir hier lang. Und dann wisst ihr auch, wo wir sind. Nämlich genau auf der anderen Seite des Tors. Ich bin eben quasi gescheitert. Oh, oh, oh. So. Genau. Und jetzt können wir das Tor aufmachen. Und das bleibt gnädigerweise auch offen.